So, nach dem Unboxing sind jetzt ein paar Tage vergangen und ich habe mal den einen oder anderen Flug mit der Mavic Air 2 gemacht und wollte eigentlich jetzt heute in dem Video mal mit euch zusammen die Quickshots durchgehen. Die Quickshots findet man im Menü direkt unterhalb von Video. Vielleicht sei mal vorausgeschickt, Quickshots sind nur in 1080p, also Full HD, nicht in 4K verfügbar. Die Videoeinstellungen, die man hat, die werden überschrieben. Es wird dieser Standard-Bildmodus benutzt, kein Cine-like. Und der erste Quickshot ist Droney. Droney ist eigentlich nicht viel mehr als ein Flug rückwärts. Das Witzige ist, die Drohne erkennt direkt schon eine Person, wenn man mit mehreren da steht, dann bittet die einem auch mehrere Personen an, dann wählt man die Person aus, drückt auf Starten und dann geht schon los. Dann fliegt die Drohne ein paar Meter rückwärts und enthüllt quasi so die Szenerie. Das ist sicherlich ganz cool, wenn man irgendwie an einer Klippe steht oder an einem Abgrund oder so. Und dann sieht man also ein bisschen dramatischer, wo man gerade sich befindet. Der nächste Quickshot direkt darunter ist Rocket. Rocket ist eigentlich ähnlich wie Droney, mit dem Unterschied, dass die Drohne nicht einfach nur zurückfliegt, sondern sie fliegt steil nach oben, macht dann so einen Top-Down-Shot, sodass man selber nur noch als kleiner Punkt unten zu erkennen ist. Es soll so ein bisschen einen Raketenstart simulieren. Der dritte Quickshot ist Kreisen. Wie der Name schon sagt, die Drohne kreist dann um einen herum. Da kann man erstmal die Richtung auswählen, ob nach links oder nach rechts. Und dann legt die Drohne eigentlich schon los. Jetzt war ich ein bisschen optimistisch mit meinem Akku mit 10%. So einen Quickshot noch zu starten hat leider nicht geklappt. Da kam die Zwangslandung dazwischen. Daher dann nochmal. Die Richtung wird ausgewählt und nach 3 Sekunden geht's los. Ja, dann dreht die Drohne einen richtig schönen Kreis um einen herum. Man kann auswählen oder anhand der Entfernung, von wo man den Quickshot startet, ist der Kreis entsprechend kleiner oder größer. Und man kann auch entsprechend mit dem Gimbal, mit der Gimbalsteuerung kann man auch die Perspektive so ein bisschen verändern. Der nächste Quickshot ist Helix. Helix ist eigentlich sowas ähnliches wie Kreisen, mit dem Unterschied, dass es so ein bisschen spiralenförmig ist. Es ist nicht der gleiche Radius, den der Kreis zieht, sondern es wird so ein bisschen spiralenförmig, geht die Drohne dann hoch und kommt dann wieder ein bisschen runter. Also ein bisschen ovaler ist das Ganze. Ja, und Bumerang ist eigentlich die, ich sag mal, extremere Version vom Helix. Das ist, wie man das vermuten würde von einem Bumerang, der fliegt ja weg und kommt dann in einer etwas speziellen Flugbahn wieder zu einem zurück. Und so ähnlich ist es mit der Drohne auch. Die startet, geht relativ weit hoch, dreht dabei einen Kreis und kommt dann wie so ein Bumerang wieder runter. Beim Helix bleibt die halt oben hängen und beim Bumerang kommt sie halt auch, als ob man so einen Bumerang wirft, wieder runter an den Ausgangspunkt. Und der Kreis bedeutet mit der Prozentzahl, wie weit das Video direkt abgeschlossen ist, weil die Drohne erstellt direkt nach dem Flugmanöver das Video. Das heißt, man muss hinterher nicht mehr an den Rechner irgendwas zusammensetzen und mit einer App, sondern man hat die fertige Videodatei auf der Speicherkarte.
Ja, und Asteroid beginnt eigentlich wie Rocket. Das heißt, die Drohne fliegt zurück, fliegt steil nach oben. 3, 2, 1. Und wenn die dann einmal oben ist, dann macht die noch, wie bei einem 360-Grad-Panorama, macht die da noch ganz viele Fotos. Und diese Fotos setzt die dann zusammen, auch alles nach dem Flug oder während des Fluges eher gesagt. Das Ganze wird dann so ein Little Planet-Effekt. Das heißt, die Drohne geht in die Luft und es wirkt so, als ob sie quasi die Erde dann verlässt. Und dann hast du so einen kleinen Planeten, der überbleibt. Ist ein ganz, ganz cooler Effekt eigentlich. Dauert ein bisschen länger, bis das Ganze fertig ist. Deswegen beschleunige ich das mal hier ein bisschen. Und auch da bei 100% hat man dann das fertige Ergebnis schon direkt auf der Speicherkarte. Ja, also mein Fazit zu den Quickshots, das ist wirklich eine nette Spielerei, aber halt auch nicht viel mehr. Also ich sag mal, für Instagram ist das cool oder um mal eben, wenn man irgendwo ist, für die Angehörigen zu Hause ein Video zu machen, das zu schicken, um so ein bisschen anzugeben, hey, guck mal, da bin ich gerade, guck mal, wie cool das aussieht. Man muss halt nicht viel können und hat direkt schon gute Ergebnisse. Aber allein durch die Auflösung, die halt nur 1080p ist und halt auch die Limitierung, also der Quickshot ist halt dann nach ein paar Sekunden auch fertig und der kann nicht irgendwie verlängert oder verkürzt werden, der ist halt genau so. Und ich sag mal, wer jetzt ernsthafte Videoprojekte macht mit längeren Fahrten, mit höherer Qualität und wo solche Sachen wichtig sind, da ist das, glaube ich, eher nicht zu gebrauchen. Aber wie gesagt, ist eine nette Spielerei, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, ist lustig. Ja, ich würde sagen, im nächsten Video schauen wir uns dann mal die Fotofunktion an, was es da so an Möglichkeiten gibt. Und gucken uns auch mal an, ob diese 48 Megapixel wirklich was bringen oder ob das im Endeffekt nur Marketing-Gag ist. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao!